Hallo ihr Lieben, danke, dass du wieder dabei bist. Das heutige Bild, was ich empfangen habe, war eine liegende Acht. Und diese liegende Acht soll für eine Balance stehen. Und die Botschaft dazu war, wie wichtig es ist, zu schauen, dass man in einer Balance lebt, anstatt hinter Emotionen herzujagen. Also was bedeutet das? Also hallo Johanna, also da kommt schon jemand dazu. Also wie ist das damit gemeint? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ganz viele Menschen verwechseln ja eigentlich das Gefühl von Glücklichsein, von diesem tiefen Gefühl von Glücklichsein mit Emotionen. Also das heißt also, wir erleben ja ganz oft im Leben bestimmte Dinge, so die Highlights im Leben. Ja? Also wir stehen vielleicht auf der Bühne oder wir machen ein tolles Urlaub oder ja, wir besteigen vielleicht die Spitze des Berges und dann erlebt man wirklich so ein Hochgefühl, eine ganz, ganz starke Emotion. Und man hat das Gefühl, wow, jetzt bin ich glücklich. Also es passieren so tolle Dinge in meinem Leben und jetzt bin ich glücklich in diesem Moment. Und dann kenne ich Menschen, also vor allem aus meinen Coachings, die erzählen, okay, also wenn diese Situation vorbei ist, dann gibt es wirklich so ein Tief. Also dann fällt man wirklich in ein Loch und ja, wird fast depressiv. Und das ist gerade der Punkt, weil also diese Emotionen, die wir davor gespürt haben, also das sind wirklich nur die Emotionen, die haben natürlich auch was mit Ego zu tun und die sorgen nicht für nachhaltiges Gefühl von Zufriedensein, Glücklichsein und wirklich in diesem Zufriedenheitsgefühl durch das Leben zu laufen, sondern wirklich, das sind wirklich so ganz, ganz kurze also Lichtblitze und dann fällt man wieder ab und dann geht man wirklich in so einen depressiven Zustand. Und was passiert denn eigentlich in diesem Moment? Dafür sorgen ja biochemische Prozesse, also wenn wir tatsächlich diese Emotionen erleben, dann werden ja bestimmte Hormone produziert, also bestimmte biochemische Prozesse setzen sich in Gang und wir produzieren sogenannte Glückshormone. Und das gibt uns natürlich das Gefühl, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Wenn das aber vorbei ist und wir sind eigentlich immer grundsätzlich in eine negative Schwingung, also negativ ist natürlich in Anführungszeichen immer, aber die Schwingung, die mit Schwere zu tun hat, ne? Also Unzufriedenheit, vielleicht Traurigkeit, so eine Schwere im Leben, wenn wir grundsätzlich in dieser Schwingung sind, dann fallen wir natürlich wieder zurück in diesen Zustand. Und gibt es natürlich Menschen, also ich kenne persönlich diese Menschen, die wirklich versuchen, immer wieder in diesen Glückszustand zu kommen, indem sie nach diesen Kicks jagen. Also, dass sie einfach immer mal wieder Situationen erschaffen, wo sie, ich sag mal so, im übertragenen Sinne die Spitze des Berges besteigen. Ja, haben dann vielleicht mal was mit Drogen oder Alkohol zu tun oder halt erschaffen immer mal wieder Situationen, vom Flugzeug springen oder was auch immer, die wirklich diese Kicks geben. Aber sobald sie wieder in den Alltag zurückkommen, sind sie wieder traurig und unzufrieden und erzählen, mir fehlt irgendetwas, da ist so eine Leere in mir. Und das ist gerade der entscheidende Punkt. Wenn du aber schaffst, tatsächlich grundsätzlich im Zustand von Freude, Zufriedenheit zu sein, wirklich tagtäglich, dann brauchst du diese Kicks überhaupt nicht mehr. Natürlich ist das sehr, sehr spannend und schön, wenn wir solche Highlights erleben. Es spricht ja nichts dagegen. Aber wenn wir nur nach diesen Kicks suchen, dann sind wir in so einer Art Abhängigkeit. Das ist wirklich eine Sucht. Und wir sind abhängig, dass wir immer wieder also diese Dosis suchen müssen. Und dann passiert auch noch mal was ganz, ganz Spannendes. Wenn, oder es kann passieren, wenn
wir nicht unbedingt jetzt nächste positive Highlight finden können, dann kann unser Gehirn, unser Gehirn, unser System tatsächlich so ticken, so funktionieren, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen irgendwelche Emotionen. Na, also dieses Gefühl, ich bin irgendwie aufgewühlt und ich bin in diesem Modus bin, dann brauchen wir irgendwelche Emotionen und dann kann sein, dass anstatt positiven Situationen wir sogar nach einem Streit zum Beispiel suchen, ja, nach einem Kampf, dass wir tatsächlich mit Freunden oder Verwandten nach einem Streit suchen, weil intuitiv, unbewusst haben wir das Gefühl, wir brauchen diese Emotionen, um irgendwie sich zu spüren und irgendwie in so eine Art Zufriedenheitszustand zu kommen, obwohl wir mit dem Kopf verstehen, das ist Schwachsinn. Aber unbewusst können wir sogar nach solchen Highlights suchen. Und ich möchte dir einfach nur dazu sagen, sorge einfach dafür, dass du in deinem Alltag, wirklich Tag für Tag in diesem Zustand von Zufriedenheit und Glücklichsein bist. Ich kann einfach nur von mir erzählen. Ich hatte ja jetzt ein Musical-Projekt, wo ich auf der Bühne stand und wir haben circa 10 Monate geprobt und dann gab es Premiere und das sind wirklich großartige Emotionen. Nur haben viele gesagt, wenn du dann aber wieder zurück bist, wenn Premiere vorbei sein wird, dann gibt es eine Leere und so ein Loch. Und ich war sehr gespannt. Ich habe gedacht, interessant, schauen wir mal, was passiert. Und nach der Premiere im Mai bin ich nicht in den Loch gefallen. Also mir geht es nach wie vor sehr gut. Und ich habe gedacht, interessant, woran kann das liegen? Und ich habe festgestellt, es liegt wirklich daran, dass mein Gehirn wirklich so darauf trainiert ist, wirklich in diesem positiven Modus zu sein. Also, dass ich immer gut gelaunt bin, wenn ich morgens aufwache, sorge ich als erstes dafür, dass ich die Welt begrüße und sage, wow, was für ein toller Tag, was erwartet mich Schönes heute, welche Geschenke, welche Wunder erwarten mich. Und ich empfehle dir das auch für dich das zu machen, dass du, also es gibt ja viele Rituale, die ich mache, aber das Entscheidende dabei ist, also schau einfach mal, wie wachst du auf, mit welchem Gefühl, was ist der erste Gedanke, was gerade dabei ist, wenn du aufwachst, und ich empfehle dir einfach mal mit dem Gefühl von Dankbarkeit aufzuwachen, sich umzuschauen und zu sagen, heute ist ein wunderbarer Tag. Ich freue mich auf diesen Tag. Alles, was ich mir vorgenommen habe, wird klappen. Vielleicht auch visualisieren, wie die Dinge geschehen zu deinem besten, höchsten Wohl. Und wofür bist du dankbar? Bedanke dich ganz gezielt für die Dinge, die dich heute erwarten. Also, dass du überhaupt aufwachst, dass du gesund bist, dass deine Familie bei dir ist. Also für die Natur, für die Sonne. Also für viele, viele Dinge, geh in diesen Dankbarkeitsmodus und das gibt dir das Gefühl, du bist in Erfüllung, du bist erfüllt. Und wenn du erfüllt bist, dann brauchst du keine weiteren Kicks. Das sind einfach zusätzliche Geschenke, die zu dir kommen dürfen, natürlich, wenn du diese Highlights erlebst. Aber du bist nicht davon abhängig, dass du dich gut fühlst. Also deswegen vermische diese zwei Begriffe nicht, also Emotionen und glücklich sein, zufrieden sein. Das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Paar Schuhe und sorge dafür, dass du wirklich permanent in diesem Zufriedenheitsgefühl bist und tue dafür was. Also das mit Dankbarkeitsrituale, mit anderen Techniken, über die vielleicht ich ein bisschen erzähle später. Und ich möchte dir noch eine kleine Übung dazu geben, wie du vielleicht morgens auch, wenn du diese Übung machst, wie du in deine Balance kommen kannst, wie du dir dabei helfen kannst. Und zwar schließe einfach mal deine Augen und stelle dir vor,
wie ein Lichtstrahl in dein Gehirn kommt. Also das sind, es gibt ja bei uns zwei Gehirnhälften und forme aus diesem Licht eine liegende Acht. Eine liegende Acht. Und sie umkreisen deine beiden Gehirnhälften, also leuchtende, schöne, liegende Acht, die dein Gehirnarealien umkreist. Und bleib dabei zeitlang und fühle in dich hinein, spüre dieses Licht, spüre, wie alles in die Balance kommt, wie alles sich beruhigt und du einfach tatsächlich in Zustand von tiefer Zufriedenheit kommst. Und diese tiefe Zufriedenheit ist wirklich die Qualität, die uns dieses Gefühl von ständigem Glücklichsein geben kann. Also mach diese Übung, bleibe immer bei dieser liegenden Art, solange du das brauchst. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist das okay, dann mach einfach mal deine Augen auf und starte damit deinen Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, alles Liebe und bis demnächst. Tschüss, bis dann. So, jetzt muss ich nur ausmachen. So. Jetzt finde ich kein Ende. Was ist denn das? Kann ich auch. Ah, jetzt sehe ich das. Okay, tschüss.